Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Haus der Wirtschaft in Stuttgart zur Veranstaltung Gemeinsam gute Schule machen. Schön, dass Sie Ihren Samstagvormittag geopfert haben, um gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten und dem Minister zu diskutieren, dass Sie Ihre Fragen stellen wollen und werden, dass Sie Ihre Sorgen, Ihre Nöte in Ihrer täglichen Arbeit schildern werden. Und ich bin sicher, wir werden einen spannenden, anregenden, interessanten Vormittag gemeinsam erleben. Gemeinsam gute Schule machen, das ist das Ziel der Landesregierung in der Bildungspolitik und natürlich ganz besonders des Kultusministeriums. Deshalb gibt es diese Veranstaltung, deshalb sind Sie hierher eingeladen worden. Deshalb wollen der Ministerpräsident und der Kultusminister mit Ihnen gemeinsam diskutieren und Ihre Fragen, Ihre Sorgen hören. Denn die Landesregierung weiß natürlich, gute Schule machen, das geht nur gemeinsam mit Ihnen. Die Anforderungen und Zielsetzungen an die Schulen sind immer größer geworden. Das haben Sie alle in Ihrer täglichen Arbeit erlebt und erleben es weiter. Um die Qualität der Schulen zu wahren und den Mädchen und Jungen die jeweils bestmöglichen Schulabschlüsse zu ermöglichen und das auch noch in Wohnortnähe, hat die Landesregierung ja einige Reformschritte in die Wege geleitet. Und nur gemeinsam mit Ihnen, den Lehrerinnen und Lehrern vor Ort, können all diese Reformen, können all diese Aufgaben, die dadurch entstehen, natürlich gemeistert werden. Und deswegen eben dieser Tag heute, deswegen die Diskussion heute mit Ihnen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie durch den Vormittag führen darf. Mein Name ist Markus Brock. Ich bin Journalist, Fernsehmoderator beim SWR, bei Dreisat und bei Arte. Bin nebenher noch viel als Moderator bei Veranstaltungen unterwegs, vorzugsweise mit dem Bereich Bildung, weil ich, wie Sie sicher alle auch, der Meinung bin, dass das das wichtigste Thema ist, das wir in Deutschland haben. Das ist der Rohstoff, den wir haben, Bildung, gute Ausbildung, gut ausgebildete Menschen. Und es gibt eigentlich nichts Wichtigeres für unser Land, was wir brauchen. Und wir dürfen das eben auch nicht mehr zulassen, dass zu viele durch das System durchfallen, dass zu viele nicht den bestmöglichen Schulabschluss machen können, nicht die bestmögliche Ausbildung bekommen. Ich bin selber Vater einer Tochter, ich bin Eltern im Elternbeirat, ich kriege viel mit, was da passiert, auch was an Unmut in den letzten Jahren auch bei anderen Landesregierungen da war und weiß natürlich auch, dass jeder, das ist ähnlich wie beim Fußball im Land, ein Bildungsexperte ist, denn jeder war mal an der Schule, die meisten haben Kinder, kriegen das mit, wissen, was gute Lehrer bewirken können, wie sie begeistern können, aber wie auch weniger gute Lehrer Begeisterung zerstören können. Und insofern ist, glaube ich, deswegen auch die Schul- und Bildungspolitik so ein schwieriges Thema, so wie der Job des Bundestrainers im Moment so ein schwieriger ist. Jeder kennt sich aus, jeder schwätzt mit und da wird unendlich viel diskutiert. Joachim Löw hat jetzt endlich die Aufstellung, die alle haben wollten und wird damit vielleicht Weltmeister. Und Sie werden sicherlich zum Teil vielleicht das Ziel haben, heute auch noch dazu beitragen, dass wir Weltmeister in Baden-Württemberg in Sachen Bildungs- und Schulpolitik werden. Sie spüren es schon an der Einladung heute zu diesem Tag, dass der Wille, Ihre Sorgen und Nöte und Ihre Anregungen aufzunehmen, auf jeden Fall bei der Landesregierung da ist. Wir wollen mit Ihnen diskutieren. Sie haben ja netterweise schon viele Fragenkärtchen ausgefüllt. Wir wollen aber auch direkt mit Ihnen diskutieren. Deswegen stehen die Mikrofone hier im Saal. Ich darf Sie dann bitten, zu den Mikrofonen zu gehen. Es wird zu umständlich, mit einzelnen Handmikros rumzureichen. Die Stimmen, um damit alle hören können, sind, glaube ich, zu leise, um das dann, wenn Sie einfach aufstehen, aufzunehmen. Also Sie sind herzlich eingeladen, direkt vor dem Mikrofon sich zu äußern. Aber damit wir möglichst viele Fragen behandeln können, haben wir Sie eben auch gebeten, noch Fragenkärtchen auszufüllen, die wir jetzt vorsortieren zu den einzelnen Themenblöcken, die Sie ja lesen konnten. Ich stelle es Ihnen nachher auch noch mal vor. Aber jetzt hören wir erstmal zwei grundlegende, kurze Reden von den beiden Politikern. Ich darf sehr herzlich als erstes den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auf die Bühne bitten, der dann direkt an Kultusminister Andreas Stoch übergeben wird. Herzlich willkommen. Ja, sehr verehrte Vertreterin des Landtags von Baden-Württemberg, Herr Fraktionsvorsitzender Schmiedl, Frau Kollegin Arras und Herr Kollege Käpperler, ich darf Kultusminister recht herzlich begrüßen, die Staatssekretärin Marion von Wartenberg, Vertreterin aus der Verwaltung, aus dem Kultusministerium, natürlich vor allem Sie,
liebe Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiter und auch Sie, Herr Brock, vielen Dank, dass Sie die Moderation übernehmen. Minister Stoch und ich sind heute sehr gerne hierher gekommen, um mit Ihnen über eines der wichtigsten Zukunftsthemen zu sprechen, über das Thema Bildung. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat in der Bevölkerung ein gutes Ansehen. Die meisten Menschen im Land, das zeigen Umfragen immer wieder, sind mit unserer Arbeit zufrieden. Zwei Drittel. Nur bei einem Thema ist das regelmäßig nicht der Fall, bei der Bildung. Nun könnte ich jetzt mich damit trösten, dass es kein typisch baden-württembergisches Problem ist. Tatsächlich ist die Unzufriedenheit mit der Bildungspolitik auch in anderen Bundesländern sehr hoch. Das trifft auch auf Länder zu, die gegenwärtig gar nichts machen, also weder eine regionale Schulplanung noch größere Reformen. Es wäre jetzt mal ein interessantes Projekt für die Politologen, herauszufinden, warum das in Deutschland so ist. Aber da ich nun mal kein Politikwissenschaftler bin, sondern Ministerpräsident dieses Landes, interessiert mich jetzt nicht das allgemeine Phänomen, sondern wir möchten heute von Ihnen ganz konkret wissen, wo Sie der Schuh drückt. Die Kritik erscheint uns manchmal etwas diffus. Und darum wollen wir einfach heute von Ihnen konkret aus Ihrer Praxiserfahrung erfahren, was es tatsächlich ist. Und es ist klar, es gehört natürlich auch zur Politik des Gehörtwerdens, dass wir heute so eine Veranstaltung machen. Aber wir treffen Sie natürlich auch immer wieder bei Schulbesuchen und bei vielen anderen Gelegenheiten. Heute nun mal etwas kompakt in einer öffentlichen Veranstaltung. Dazu darf ich Sie alle recht herzlich auch im Namen von Minister Stoch willkommen heißen. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und wie gesagt Ihren Samstag dafür geopfert haben. Ich musste mich jetzt gleich einer Kritik der Schülervertreter aussetzen, warum Sie nicht auch hier mitsitzen. Wir nehmen das auf und machen auch gern mit den Schülern, auch mit den Eltern selbstverständlich so eine Veranstaltung. Aber es ist eben manchmal besser, man macht die Dinge hintereinander, sonst können wir alles nur anreißen. Ja? Das war die Überlegung heute wirklich mit Ihnen in erster Linie zu reden. Also das Thema Bildung hat für uns hohe Priorität. Wir geben im Südwesten mehr für die Bildung aus als je zuvor. 2012 haben wir rund 11,4 Milliarden in die Bildung investiert. Das sind 1,2 Milliarden Euro mehr als unsere Vorgänger. Ein neuer Höchststand in Baden-Württemberg. Und dabei sind wir auch bundesweit ganz vorne dabei. Auch den Unterrichtsausfall sind wir zum Beispiel entschlossen angegangen. Beispiel berufliche Schulen. Das strukturelle Unterrichtsdefizit betrug da 4,4%. Wir haben das glatt halbiert in 3 Jahren. Und es ist zu erwarten, dass sich das auch im laufenden Schuljahr weiter verbessern wird. Unsere Bestandsgarantie für die Grundschulen führt dort im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung zu immer kleiner werdenden Klassentendenz steigend. Auch mit der Stärkung der Schulsozialarbeit entlasten wir, glaube ich, die Lehrerinnen und Lehrer und die Kollegien, die es an allen Schularten mit einer immer heterogen werdenden Schülerschaft zu tun haben, ganz entscheidend. Das Land ist mit dem Pakt für Familien in die Drittelfinanzierung eingestiegen und stellt dafür in diesem Jahr 25 Millionen Euro zur Verfügung. Damit können 1500 Vollzeitstellen finanziert werden. Und ich denke, dass diese Schulsozialarbeit eine wichtige Stütze für den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ist, die auch die Eltern erreicht und einbindet und sie hoffentlich als Kollegen auch entlastet.
Eine oft geäußerte Kritik betrifft unsere Absicht, aufgrund der demografischen Entwicklung Lehrerstellen abzubauen. Meine Damen und Herren, ich stehe dazu nach wie vor. Wenn wir ernsthaft den Landeshaushalt konsolidieren wollen, dann kommen wir bei einem Personalkostenanteil von weit über 40% um Einsparungen auch in diesem Bereich nicht herum. Die ursprünglichen Pläne waren 10% weniger Lehrer bei 20% weniger Schülern. Das muss ich wirklich noch mal betonen, aber inzwischen haben wir natürlich auch hier gute Nachrichten. Nach den neuesten Prognosen des Statistischen Landesamts gehen die Schülerzahlen nicht so stark zurück, wie vor einigen Jahren befürchtet. Das freut natürlich uns alles, zeigt, dass wir, es ist ja hauptsächlich Zuzug, dass wir ein attraktives Land sind, aber wir werden trotzdem voraussichtlich rund 300.000 Schülerinnen und Schüler weniger haben bis 2020, ab 2005, wo der Höchststand war. Also das wird sich wahrscheinlich so nicht ändern, aber immerhin fällt der Zurückgang mit 70.000 Schülerinnen und Schülern doch weniger aus als angenommen. Das hat selbstverständlich Auswirkungen auf den geplanten Stellenabbau. Wir werden mal größenordnungsmäßig wohl 3.000 Stellen dann mehr im System belassen. Also Sie sehen, wir sparen nicht an der Bildung, wir werden das in Zukunft auch nicht tun, auch wenn das natürlich die Haushaltskonsolidierung nicht leichter macht. Die Zahl, die da immer genannt worden ist, müssen Sie sehen, kam daher, dass die in der mittelfristigen Finanzplanung eingepreist war durch die Vorgängerregierung. Bildungsoffensive war bis 2012 überhaupt nur finanziert. Und wir müssen sehen, das bedeutet jetzt natürlich, dass die strukturelle Lücke dann auch wieder größer wird. Ja, aber den Haushalt zu sanieren müssen wir, das sieht die Schuldenbremse unserer Verfassung so vor. Aber eine gute, qualitativ gute und ausreichende Unterrichtsversorgung geht immer vor. Meine Damen und Herren, das wesentliche Ziel unserer Bildungspolitik ist es, Bildungserfolg unserer Kinder von der sozialen Herkunft zu entkoppeln. Gleichzeitig müssen wir die Schullandschaft dem demografischen Wandel anpassen. Ein deutlicher Rückgang der Schülerzahlen wirkt sich zwangsläufig auf die Schullandschaft aus. Es hat irgendwie nichts mit ideologischem Eifer zu tun, das ist schlichtweg eine Tatsache. Schon heute trifft diese Entwicklung, das wissen Sie alle, die Haupt- und Werkrealschulen sehr hart. Wir müssen also unser Schulsystem umbauen, damit wir auch bei sinkenden Schülerzahlen alle Kindern und Jugendlichen gute Bildungschancen vermitteln können, in den großen Städten ebenso wie im ländlichen Raum. Und das Ziel der regionalen Schulentwicklung ist genau dies, allen Schülern und Schülerinnen langfristig einen Bildungsabschluss zu ermöglichen, der ihre Potenziale ausschöpft. Und das, wir sind davon überzeugt, dass sich das am besten in einem Zwei-Säulen-Modell umsetzen lässt. Die eine Säule ist dabei das Gymnasium, die andere Säule ein integrativer Bildungsweg, der sich bisher aus den bisherigen Schularten evolutiv im Laufe der Zeit entwickeln sollen. Die Gemeinschaftsschule zum Beispiel steht dafür, für diesen integrativen Bildungsweg, und in ihr werden Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichsten Voraussetzungen, Begabungen gemeinsam unterrichtet. Und das Konzept des individuellen Lernens, eine weitere große Überschrift über unsere Bildungspolitik, macht es möglich, dass eben auch bei der Heterogenität der Kinder, dass sie optimal gefördert werden. Und die ersten Erfahrungen aus den Gemeinschaftsschulen machen da sehr berechtigte Hoffnungen. Ich selber, der Kultusminister natürlich noch mehr, aber auch die zuständigen Abgeordneten besuchen die ja laufend, um uns ein Bild zu machen. Ich habe zwei besucht und war wirklich begeistert. Mir ist schon klar, natürlich zeigt man dem MP sozusagen die Besten, das ist ja klar, aber sie sollen ja auch zeigen, was möglich ist. Ja? Und das, was da möglich ist, ist wirklich beeindruckend. Und
Ich war auch beeindruckt von der Leistung, die Ihre Kolleginnen und Kollegen an diesen Schulen da vollbringen. Alle Achtung und Respekt wirklich dafür. Was auch nochmal wichtig ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer an diesen Schulen keine Einzelkämpfer mehr sind, dass sie im Team arbeiten. Und ich hatte den Eindruck, dass die Lehrerschaft es sehr schätzt, dieses gemeinsame Arbeiten. Eine erfolgreiche Umsetzung setzt natürlich eine gebundene Ganztagesschule dabei voraus. Und es ist deshalb wichtig, weil dann mit Kindern aus bildungsfernen Familien am Nachmittag diesen Kindern nicht mehr die Unterstützung fehlt, die andere Kinder vielleicht zu Hause erhalten. Wir wissen alle, dass die Deutschen Milliarden für Nachhilfe ausgeben. Und das sind alles Tendenzen, die soziale Spaltung in sich tragen. Und dem wollen wir mit solchen Konzepten wirklich entgegenwirken. Und darum ist auch das ein wichtiger Schritt zur Entkopplung des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft. Außerdem werden natürlich die Familien vom Hausaufgabenstress entlastet, was sicher dem Familienleben zugutekommt, letztlich natürlich aber auch den Vereinen, die ja auch da immer darauf achten, auch was die Ganztagesschulen betrifft, dass sie dann nicht zu kurz kommen. Also, ich bitte Sie deswegen alle, dass Sie die Chancen, die in der Weiterentwicklung dieses Schulsystems liegen, ernsthaft zu prüfen. Viele von Ihnen haben sich auf diesen Weg schon gemacht. In diesem Schuljahr gibt es im Land 128 öffentliche Gemeinschaftsschulen. Im nächsten Schuljahr kommen 81 weitere Standorte dazu. Nicht wenige haben sehr hohe Anmeldezahlen, aber jede Schule muss mit ihrem Träger selbst entscheiden, welcher Weg für sie der beste ist. Denn wir haben uns ja ganz bewusst für eine Evolution, nicht für eine Revolution entschieden. Und deswegen ist es ja erstmal ein nachfrageorientiertes Modell, das wir an niemand aufs Auge drücken. Ja? Wie sich diese Entwicklung, wie schnell das dann gehen wird, das können wir heute noch nicht sagen. Und wir fahren natürlich deswegen erstmal dabei auf Sicht. Also, meine Damen und Herren, wir sprechen in Bildungsdebatten natürlich immer viel über Quantität und zu wenig über Qualität. Bessere Bildungschancen für alle Schüler aller Schularten ist natürlich unser Ziel und dabei kommt es natürlich auf die Verbesserung der Qualität an. Und natürlich das Wichtigste, die wichtigsten Garanten von Qualität sind Sie, die Lehrerinnen und Lehrer. Und Sie können unserer hohen Wertschätzung Ihrer Arbeit sicher und gewiss sein. Zumal, wenn ich sehe, das weiß ich ja auch, dass viele Lehrer und Lehrer dazu noch in der Zivilgesellschaft ehrenamtlich oft sehr, sehr aktiv sind und wir sie in vielen Initiativen, sportlichen, kulturellen, was auch immer, gar nicht missen könnten. Die würden ohne ihren Einsatz in ihrer Freizeit gar nicht funktionieren. Ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, Lehrer ist ein anstrengender Beruf. Es ist auch ein schöner Beruf. Ja. Es ist wirklich interessant, jede Woche mit jungen Leuten zusammen zu sein. Ich habe das sehr vermisst, als ich Fraktionsvorsitzender wurde und damit aufhören musste. Also das ist schon was Einzigartiges an dem Beruf, diese Chance zu haben, immer mit jungen Leuten zusammen sein, sozusagen am Puls der Zeit und der Zukunft. Aber es ist auch anstrengend und kein leichter Beruf, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber schließlich ist Bildung ja auch das Wichtigste, was wir in einer Gesellschaft und in einem zukunftsorientierten Land haben. Und schauen Sie, als ich früher auf Gemeindetage kam, da gab es drei Themen. Erstens Straßen, zweitens Straßen, drittens Straßen. Dann kamen andere Sachen. Wenn ich heute komme und schon seit längerer Zeit in Schulen und Bildungsthemen das Top-Thema und bei der Wirtschaft ist es gar nicht anders, ist immer weiter höher gerückt und alle sehen, darauf kommt es an, dass wir in Bildung
Forschungslandschaften, Wissenschaftslandschaft gut sind. Das wird über unsere Zukunft entscheiden. Insofern haben Sie heute wirklich ein Umfeld, das die Bedeutung Ihrer Arbeit und Ihres Berufes sieht und voll anerkannt ist in allen Bereichen der Gesellschaft. Und der Respekt und die Achtung vor den Lehrern und Lehrerinnen ist, glaube ich, eher gestiegen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Denn alle wissen, das, was wir machen, sind keine mechanischen Vorgänge und es gibt auch keinen Rechtsanspruch darauf, dass man irgendwie zum Schluss gut unterrichtet wird, ja, sondern es handelt sich in Wirklichkeit um lebendige Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Lehrenden und Lernenden. Und nur wenn das stimmt, zusammen mit einer Erziehungspartnerschaft, mit den Elternhäusern, kann gute Schule gelingen. Und das können wir ohne kompetente Lehrerinnen und Lehrer. Aber auch, dass eine Grundzufriedenheit herrscht, natürlich nicht erreichen. Das ist uns alle klar, denn im Idealfall sollte Lernen ja allen einigermaßen Freude bereichen, was natürlich nicht heißt, dass es irgendwie einen Spaß immer machen kann. Ich meine, es ist auch anstrengend zu lernen, aber es macht Sinn und es sehen ja immer mehr Menschen ein in einer wissensdominierten Gesellschaft, werden Zukunftschancen und Lebenschancen darüber zugewiesen wie nie zuvor. Ja, wobei das schon immer wichtig war. Und daran müssen wir arbeiten, an den Schulen immer mehr eine gute Atmosphäre zu schaffen. Und ich will noch mal sagen, dass auch eine Erziehungspartnerschaft wichtig ist. Und wir werden auch mit der Elternschaft so eine ähnliche Veranstaltung machen, um auch mit Ihnen das zu besprechen. Also ich weiß, meine Damen und Herren, dass wir mit unseren Reformen ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft und Reformbereitschaft von Ihnen erwarten und abverlangen. Wir wollen diese Reform mit Ihnen gemeinsam auf den Weg bringen. Nur gemeinsam können wir eben in Baden-Württemberg eine gute Schule machen. Und deswegen freue ich mich auf das hoffentlich intensive Gespräch mit Ihnen. Und ich hoffe, dass es sehr offen sein wird und dass es auch ertragreich sein wird und wir alle mit besseren Erkenntnissen rausgehen, mit Ihren Impulsen und Bemerkungen, Kritiken aus der Praxis. Haben Sie nochmals herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.